Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Wir stellen uns heute die Frage, was ist die Zukunft für unsere PKWs? Ist das wirklich Strom, wie die Bundesregierung haben will? Oder ist es vielleicht Wasserstoff? Dafür jetzt ersatzweise habe ich hier eine Gießkanne, weil symbolisch gesehen, ne? Wasserstoff. Also Strom oder Wasserstoff? Was ist die Zukunft? Meine Meinung dazu und eure Meinung dazu würde mich auch gerne interessieren. Schreibt es mir einfach in den Kommentaren oder auch auf Instagram unter Marklos-YouTube. Los geht's! Ja, eigentlich schon traurig, was unsere Bundesregierung vor einigen Wochen, einigen Monaten beschlossen hat. Unser neues Klimaabkommen, wie wir Deutschland CO2-neutral, umweltfreundlicher gestalten können und so weiter und fort, wurde ja groß rausgebracht. Wir, die CDU und SPD, haben es geschafft, das beste Paket, was es jemals gegeben hat. Und wenn man sich das ganze Paket anguckt, sieht man, dass da ganz schön große Löcher drin sind. Löcher, die uns nicht wirklich dahin führen, Deutschland klimafreundlicher zu machen. Natürlich gibt es einige Leute, die übertreiben es ein bisschen, die sagen gleich hier alle PKWs einstampfen und dies und das und das und das. Aber wenn wir ehrlich sind, würden wir alles so umsetzen, wie sie ganz hart Hardliner haben wollen, ja, dann würden wir ab sofort ab 18 Uhr bezahlen, Strom aus, müssen Geld sparen. Ja. Zumindest wurde ja ein neues Klimapaket beschlossen und dieses Klimapaket beinhaltet auch einige Änderungen, für Veränderungen für dich, für mich, für alle und sogar Veränderungen, die jetzt den alten Klimavertrag schwächer machen, weil es wurde ja schon mal beschlossen, meinetwegen bis 2050, glaube ich, war das Ziel gewesen, wenn mich täusche, dass quasi ungefähr 55%, glaube ich, CO2 eingespart werden sollen oder irgendwelche Sachen sollten wir einsparen. Dieses Ziel wurde zumindest rausgenommen aus dem neuen Vertrag. Jetzt heißt es nur noch die Option nicht mehr, wir wollen schaffen, sondern wir gucken mal, ob wir schaffen können. So ähnlich lautet jetzt die neue Formulierung. Auch einige andere Sachen wurden dabei rausgenommen. Obwohl es gibt eigentlich so einfache Wege, die hätte die Regierung auf den Weg bringen können, um quasi Klimaschutz schneller und effektiver auf den Weg bringen zu können. Wo vielleicht einige gesagt hätten, ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Warum nicht? Nur mal kurz mal hier als ein, zwei Beispiele. Wir haben das Problem Plastik in den Meeren. Ich meine, das deutsche Pfandsystem kann man so in den Arsch klopfen. Ne? Warum beispielsweise eine Seltzerflasche aus dem Discounter 25 Cent, weil es Einwegplastik ist? Ja, okay, gut und schön. Aber ein O-Saft, auch in Einwegplastik, pfandfrei. Warum kostet eine Seltzer Einwegflasche 25 Cent Pfand und ein O-Saft Einwegflasche kein Pfand? Da sollte man ganz einfach Sachen lassen. Pfand muss von der Art her den Leuten erstmal wehtun, damit die Leute überhaupt den Plastikmüll nicht irgendwo hinschmeißen, sondern damit die Leute wirklich den Plastikmüll wieder zurückbringen ins Geschäft. Meinetwegen, mein einfacher Vorschlag, lass uns doch einfach den Einwegpfand auf alle Einwegprodukte einführen. Nicht nur auf die Seltzers, auf die Bierflaschen und so weiter, sondern auch auf die O-Säfte, die so gesunden O-Säfte und so weiter, auf die Fruchtsäfte. Warum nicht alle mit Pfand belegen und nicht gleich 25, sondern 50 Cent Pfand, weil es ja Einwegplastik ist. Und Mehrwegprodukte, allgemein Mehrweg, ob ich nur von Plastikmehrweg spreche oder von Glas Mehrweg, lassen Sie aber hochsetzen auf 25 Cent. Weil man sieht, wenn man draußen spazieren geht, so oft Plastik umherliegen, auch Glasflaschen, weil die vom Pfand ja viel zu günstig sind. Da sagst du, was soll ich eine scheiß Glasflasche wieder zurückschleppen, wenn die doch so schwer ist, ich für 8 Cent schmeiße den Müll. Nein, wenn die 25 Cent kosten würde, der Pfand, dann lohnt sich das aber ja schon wieder, weil dann kriegt man ja nach zwei Flaschen Pfandbier ja schon wieder eine neue Billigflasche Bier zugesteckt, auf gut Deutsch. Oder auch wenn die ganzen Fruchtsäfte mit Pfand belegt werden würden, dann würde man auch die Sachen zurückbringen und nicht sagen, ja, das ist jetzt ja leer, auch kein Pfand drauf, über den Jordan damit. Ich habe da so ein Beispiel dafür, mal kurz jetzt nicht wegen Fruchtsaft, sondern mal kurz ein anderes Beispiel. Nämlich als Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel diese Flasche mir mal kurz geholt hier, eine Zitronenbrause. Gut, das ist auch sowas wie Multivitaminsaft aus einer Zitronenbrause, aber die ist auch pfandfrei, ist aber auch Einweg. Das heißt, ich tue die aussaufen und schmeiße sie in die Hecke rein oder, wie ich es machen würde, ich entsorge sie. Aber ich hätte auch die Möglichkeit, die in die Hecke reinschmeißen und sagen, das war's, brauche ich nicht mehr. Deswegen
Pfand für alle Einwegprodukte auf 50 Cent und die Mehrwegprodukte, egal welche, ob nun Kuhdarm mit der Mehrweg oder Glas mit Mehrweg, alle auf 25 Cent hoch. Sabbat, fertig, schon tun die Leute das wieder hinbringen, es wird ein bisschen nachhaltiger, Prozess etc. pp. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, auch ganz einfach, eigentlich wäre es gewesen, warum tut die Regierung nicht quasi beschließen mit dem Klimaschutzpaket, dass alle Häuser, die saniert werden, nicht jetzt rückwirkend jetzt unbedingt, aber die Häuser müssen ja ab und zu mal saniert werden, alle Häuser, die saniert werden, gleich energetisch saniert werden müssen. Das heißt quasi bessere Fenster, die Wände von außen her mit Styropor und was ich was für Möglichkeiten es geht abdecken. Wenn es geht, auf die Dachflächen Solar mit drauf, damit quasi die Leute im Haus weniger verbrauchen müssen an Heizkosten. Das kostet wieder Rohstoffe und etc. Und damit vielleicht das Haus auch selber für sich selber Strom produziert. Ich kenne es ja von unserem Vermieter. Wir haben auch Solarzellen oben drauf. Aber der Strom geht nicht für uns Mieter, sondern es wird ins öffentliche Netz für uns alle angespeist. Auf gut Deutsch, der Vermieter verdient sich eine goldene Nase und wir haben davon eigentlich gesehen nichts. Aber warum wurde sowas nicht einfach beschlossen? Aber die einfachsten Sachen, wo die Regierung nicht drauf gekommen ist, leider, leider Gottes. Dann haben wir noch das Thema ja noch da finde ich auch so lustig. Wer sich das schon mal durchgelesen hat, der wird vielleicht genauso denken. Treibstoff soll teurer werden. Ich glaube, um 2, 3 Cent steigen bis auf hoch zu Bulebab. Ne? Wenn man jetzt an eine Tankstelle geht, da hat man ja eh schon Preisschwankungen von, sagen wir so, 10, 15 Cent am Tag. Geht es ja immer Preis hoch und runter. Also die 2, 3 Cent machen da wirklich den Brei nicht fett. Die Pendler aber unter uns, die, also ich bin auch Pendler von Arte, die Pendler unter uns, die bekommen aber auch gleichzeitig eine höhere Pendlerpauschale. Und die Pendlerpauschale ist in diesem Moment jetzt erstmal höher eingestuft als die Erhöhung des Treibstoffes. Das heißt, Leute, die mit dem Auto pendeln müssen, bekommen jetzt im Nachhinein sogar noch mehr Geld wieder, als was die Regierung durch die Erhöhung der Mineralpreise da reinholen will, damit die Leute weniger Auto fahren. Das heißt quasi sagen, hier, pass mal auf, die musst du das kaufen für 1 Euro und dafür kriegst du dann 2 Stück geschenkt. So ungefähr kann man das Gesetz ungefähr erklären. Diese Schwachsinn, also manchmal fragt man, was für Komiker haben wir da oben reingeweht. Und da ist auch kein Wunder, dass die CDU und die SPD, auch die CSU, in der Wählerkunst mehr und mehr abschmieren, weil die Bürger sehen ja auch, die machen da oben eigentlich nur noch Scheiße. Jetzt eigentlich zum Hauptthema. Wir sind schon 10 Minuten auf Sendung bald. Jetzt eigentlich zum Hauptthema. Unsere PKWs. Ja, die Bundesregierung will gern auch bessere PKWs haben. Hatte ich ja mal so ein Ziel gehabt, bis zum Jahre 2020 sollen so und so viele Millionen E-Autos raus auf den Straßen unterwegs sein. Jetzt hat die Regierung das Ganze nochmal gefördert. Man bekommt noch mehr Geld, wenn man sich ein E-Auto besorgt. Aber liebe Bundesregierung, ich frage mich doch schon mal beim ersten Kauf jetzt überhaupt. Ich wohne in einer Großstadt zum Beispiel. Wo soll ich mein E-Auto tanken? Ich habe jetzt selber keins, aber wo sollte ich mein E-Auto tanken? Gut, in unserer Großstadt gibt es mittlerweile, ich behaupte mal so 30 Zapfsäulen für E-Autos. In unserer Großstadt wohnen über 200.000 Menschen. Man kann mittlerweile fast sagen, jeder Haushalt hat ungefähr 2 PKWs. Weil die Frau arbeitet da, der Mann arbeitet da, müssen beide mit Auto fahren. So, also gibt es da mehr als 200.000 PKWs eigentlich sogar in unserer Großstadt. Und nun erklären wir einmal, wie wir mit den 30, 40, 50 oder 100 Zapfsäulen die ganzen E-Autos betanken sollen. Wenn nicht da erstmal ein Gesetz erlassen wird, wir tun es mal die ganzen E-Zapfsäulen dramatisch aufstocken. Weil was bringt mir das beste E-Auto, wenn ich das nirgendwo tanken kann? Oder meinetwegen auch, ich habe eine Zapfsäule direkt vom Haus. Ja, mein Nachbar. Ob mein Nachbar fährt aber auch ein E-Auto. Ich komme nach Hause, besetzt, mein Nachbar tankt gerade. Gut, ist halt so, muss ich mich jetzt hinsetzen und erstmal, keine Ahnung, wenn ich Termine habe. Ich komme ein bisschen später, dauert eine halbe Stunde, je nach Zapfsäule. Oder wenn ich Pech habe, tankt gerade mein Nachbar und mein Nachbarsnachbar, der will aber auch schon tanken. Der steht schon an und wartet. Das heißt, ich stelle mich dann noch weiter hinten an und warte auch noch mehr zu. Das heißt, die Tankzeit wird dann quasi nach hinten verschoben. Extrem. Touren, wenn man sagen kann, man will mal so 200, 300 Kilometer fahren, ist dann mittlerweile schon mit E-Autos möglich. Aber man hat ja nicht immer ein vollgeladenes E-Auto. Man hat auch nie ein vollgetanktes Auto vor der Haustür. Das heißt, man muss dann schon seine Touren einplanen, dass eine Tour von A nach B im Durchschnitt 1-2 Stunden länger dauern kann,
weil man irgendwo, je nach Zapfsäule, natürlich anhalten muss und sein E-Auto erstmal wieder auftanken muss. Und das dauert halt eine gewisse Zeit. Anderes großes Problem, wie es bei uns zum Beispiel, wir haben uns gerade ein neues Auto besorgt, ein SUV, den so umweltschädlich, den umweltschädlichen SUV, ganz umweltschädlich, besorgt euch bloß kein SUV. Ich kann es nur empfehlen, besorgt euch einen. Es macht mal Spaß, damit zu fahren. Da können wir auch gleich mal zum Thema kommen, SUV. Oder allgemein zu PKWs. Da fällt mir gerade doch was ein, wie man, was hat denn die Bundesregierung noch gleich machen können als Sofortmaßnahme, um unser Klima ein bisschen zu verbessern, auch in Deutschland und in den Innenstädten. Also ich fahre ein SUV, gerade neu gekauft. Soll ich jetzt extra einen neu gekauften SUV zurückbringen, den verkaufen? Der geht dann nach Afrika oder nach sonst wohin wieder verschifft und da fahren die mit dem weiter. Dann verpesten die da hinten ihre Luft und ich besorge mir dafür ein kleines neues E-Auto. Ja, das ergibt voll Sinn. Na, das heißt, ich investiere gut mit der Förderung der Bundesregierung vielleicht noch 2.000, 3.000 Euro. Dann habe ich ein E-Auto. Geil. Ja, und irgendwo in anderen Ländern fahren die Leute mit meinem PKW weiter und verschmutzen da die Erde. Also es ist sowieso ein Irrsinn, was wir uns dort überlegen. Also wenn wir die Welt retten wollen, geht das sowieso nicht alleine. Nein, wenn wir die Welt retten wollen, müssen alle in der Welt mit anpacken. Bringt ja nichts, wenn Deutschland, Europa hier ein auf Ökolüsse, auf, ne, hier noch grün und hier noch hier Kaschmirbaumwolle, ne, alles handgenäht selber. Ne, die Uhr ist 10-mal recycelt, wie der Franzose da sagte, oh, aus Plastik gemacht, oh, geil. Ja. Was bringt mir das, wenn Deutschland und Europa sauber wird? Grün wird. Wir haben die sauberste Luft auf der ganzen Welt. Aber dafür die Amerikaner, die Chinesen, die Japaner, die meinetwegen auch die Afrikaner, Tachbiene, alle die tun nach wie vor weiterhin die Umwelt verschmutzen. Was bringt es mir denn ganz ehrlich, als, ich sag mal so, Einzelperson die Welt retten zu wollen, wenn die ganzen anderen sagen, Umweltschutz geht mir nichts an. Sei es auch, ne, wir hatten ja auch gerade vor kurzem den Klimagipfel gehabt, die Russen ja beispielsweise auch, nichts gegen Russland oder sowas, aber auch die Russen, die Politiker sagen auch, Umweltschutz, pff, das scheiße doch drauf, ne? Also von der Art, man muss eigentlich ein Gesamtkonzept haben, womit wir alle die Welt nachhaltig wieder aufrüsten können. Wie gesagt, die Bundesregierung hat ja beschlossen, wir sollen uns jetzt E-Autos besorgen, die werden alle gefördert. Die Bundesregierung freut sich, auf was für ein geiles Gesetz haben wir doch wieder geschaffen da auf der Welt. Ja, aber eigentlich ist dieses Gesetz nur gedacht für die Autoindustrie und für die Energiekonzerne. Weil die Autoindustrie freut sich, die stellen E-Autos her, weil die Bundesregierung die haben will. Und der Bürger soll sie kaufen, kauft sie. Ja, Gewinn. Die Stromindustrie freut sich, weil die E-Autos müssen ja irgendwo geladen werden. Wenn genügend Zapfsäulen da wären, nehmen wir kurz mal das Voraussetzung, es werden genügend Zapfsäulen fahren, ne, hat die Autoindustrie sowie auch die Elektroindustrie wieder einen Anreiz in Deutschland zu jubeln, weil wir verkaufen mehr Autos und verbrauchen mehr Strom. Ja, obwohl wir auch irgendwie Strom sparen wollten. Eigentlich. Ne, wir schalten unsere AKWs ab, müssen vielleicht unser Strom denn aus den Nachbarländern dran kaufen, weil wir im Nachhinein im Moment noch zu wenig Strom produzieren in Deutschland. Wir haben noch nicht 100% Ökostrom. Ja, das heißt, wir müssen andere Länder wieder fördern, dass die neue AKWs vielleicht bauen müssen, damit wir in Deutschland wieder Strom haben, damit wir Deutschen sauber leben können. Wir haben keine AKWs in Deutschland, lalala, wir sind ganz ökologisch, kaufen den Strom aus Übersee, die verpesten die Umwelt weiter, aber wir sind sauber. So ungefähr kann man es sagen. Aber warum? Warum will die Regierung unbedingt, ist das nur reines Lobbydenken, warum will die Industrie unbedingt E-Autos fördern, obwohl die Alternative bei jedem vor der Haustür steht? Warum tut die Bundesregierung nicht einfach Wasserstoff fördern? Wasserstoff ist theoretisch in fast jedem PKW, LKW, Bus nachrüstbar. Man bräuchte sich kein neues Auto besorgen. Es ist nicht nachrüstbar natürlich, aber man bräuchte kein neues Auto besorgen. Lässt sich einfach einen Wasserstofftank einbauen, was gefördert werden muss, weil die kosten ein bisschen mehr als ein E-Auto. Die kosten mehr als ein E-Auto, aber die kosten auch ein bisschen Geld, diese Nachrüsterei. Aber man könnte es trotzdem in jedem PKW, ich könnte es in meinen PKW, du in dein und du da hinten in der Ecke auch. Du könntest auch in dein PKW Wasserstofftank nachrüsten und damit Wasserstoff fahren. Der Vorteil beim Wasserstoff ist auch mit dazu, hinten kommt nur reines Wasser raus. Also ihr könnt mir von Arte die Flasche hinten am Auspuff ranhängen, die ist bis ich bei meinem Ziel ankomme,
Fahr mit Wasser und habe schon was zu trinken da. Et voilà, geil. Oder auch die Infrastruktur für Wasserstoff besteht ja auch schon. Wir brauchen keine überall jetzt 10 Millionen Meter Kabel legen, weil wir jetzt überall so eine E-Subsäule brauchen. Nein, man kann Wasserstoff ohne Probleme, gibt es bei uns auch in der Großstadt, ohne Probleme an den Tankstellen mit anbieten. Da fährt man ran, stöpft das Auto ran, wie beim normalen Tanken, Auto ist voll und man hat auch eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer oder auch mehr. Warum macht sich die Regierung es selber so schwer? Tut E-Autos fördern, steckt da Geld dran, obwohl die genau wissen, die kauft keiner, weil warum soll ich mir ein E-Auto kaufen, wenn ich das nirgendwo tanken kann? Ja? Also warum wird da so viel Geld reingepulvert? Immerhin, wir Deutschen haben es ja, aber die Alternative, die vor der Haustür steht, Wasserstoff, die wird einfach ignoriert von der Regierung. Sag mal, ist unsere Bundesregierung echt einfach nur blind oder ist es nur naiv oder ist es Dummheit oder will die Regierung unbedingt haben, dass bei der nächsten Bundestagswahl auf einmal die Grünen die größte Partei sind oder die AfD die größte Partei sind. Auf jeden Fall diese beiden Parteien, CDU und SPD, wumms, mal richtig in den Keller reinschmettern. Das wird auf jeden Fall passieren, wenn sie nichts wirklich bei ändern. Weil wenn sie was ändern, entweder bestrafen sie uns alle Bürger damit, die Regierung freut sich, die tun ihre Steuern dadurch ein bisschen erhöhen, sagen, ja, wir haben mehr Einnahmen durch die CO2-Steuer, die jetzt kommt. Ja, haben sie mehr Einnahmen. Oh, geil. Aber auch ganz ehrlich, was bringen wir 2 Cent, 3 Cent, 4 Cent, 20 Cent mehr auf Treibstoff, wenn im Nachhinein dafür nichts weiter gemacht wird? Weil dieses Mehrgeld, auch diese CO2-Emissionsgesetz, wo quasi Industrien sich, je nachdem, was sie oben rauspusten aus dem Schornstein, müssen die dann ein bisschen Geld für bezahlen. Ja, das heißt, genauso wie bei mir beim SUV, ich bezahle ein bisschen mehr und darf dafür die Umwelt weiterhin schmutzig machen. Wo ist das denn nachhaltig, Freunde? Das gibt doch keinen Sinn. Das ist einfach nur von Art eine versteckte Steuererhöhung, die alle tragen müssen. Die Industrie, die juckt nicht weiter. Die tun das im Nachhinein wieder durch höhere Kosten der Produkte, die ein Kinderriegel 20 Cent mehr kostet, wieder reinholen. Und der arme Bürger, ja, der holt wieder umher, weil er kein Geld, wieder mal weniger Geld hat. Und die Regierung sagt, ja, wir haben so viel Geld eingenommen, wissen gar nicht mehr wohin. Was machen wir? Wir brauchen mal irgendeinen Schwachsinn, was ein bisschen Geld kostet und keiner was mehr anfangen kann. Hat mich ja auch schon mal gewundert bei unserer sogenannten schwarzen Null in Deutschland. Wenn es der Wirtschaft so gut ging, warum sagt die Regierung, wir machen eine schwarze Null, keine Neuschulden, aber auch gleichzeitig Schulden abbauen? Schulden abbauen, also quasi, dass wir im Nachhinein sogar mehr Geld einnehmen und weniger für Zinsen bezahlen müssen? Nee, das wäre ja zu einfach. Nee, das können wir nicht. Also Schulden abbauen, nein, das ist nicht möglich. Oh Gott. Würde ich privat so leben wie die Bundesregierung, ich wäre schon 50.000 Mal im Knast gelandet. Wenn ich zu meinen Gläubigern sagen würde, Freunde, pass auf, ich baue jetzt keine neuen Schulden mehr. Ne? Ich lebe es mit Dingen, was ich habe, aber euer Geld, was ich euch schulde, das kriegt ihr nicht wieder. Also nicht jetzt, beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder vielleicht in 2 Jahren. Ah nee, da muss ich wieder mehr Geld ausgeben. Das kann ich ja auch nicht wieder geben. Also die Regierung lebt wirklich auf einem Pumpenniveau, wo man sich denkt, also als Privatperson könnte man das gar nicht bringen, gar nicht machen. Ich könnte es mich so sehr bei Politik gerade aufregen. Jetzt mal ganz kurz zu unseren Autos. Es gibt ja in Deutschland teilweise Fahrverbote. Hier bei uns, Gott sei Dank noch nicht. Gott sei Dank, mich will es nicht stören. Ich fahre ein SUV mit der Euroklasse 6. Aber laut meinem Aufkleber habe ich Euro 4. Weil die Bundesregierung, auch wenn wir unsere Bundesregierung, keine Euro 5, Euro 6 Aufkleber freigeben möchte, weil, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Wir verhängen Fahrverbote in den Städten, wo wir sagen, keine Fahrzeuge unter Euro 5 dürfen mehr rein. Es sei denn, man ist zu Besuch, man muss zur Arbeit dahin, etc. PPPPPPP. Also auf gut Deutsch, Fahrverbote gibt es, aber die sind auch eigentlich für den Arsch. Erst recht, weil die Polizei es ganz schwer kontrollieren kann, weil jedes Auto hat maximal ein Euro 4 Aufkleber drauf. Das heißt, die Polizei muss jedes Auto rauswinken und mal gucken, einmal zeigen mir die Fahrzeugscheine, ach, sie haben Euro 5. Ja, dann gute Fahrt, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und man denkt, warum nicht einmal den Aufkleber denn rausbringen mit dazu? Mit dem Fahrverbot einen Aufkleber rausbringen, wo draufsteht, was für eine Euroklasse ist. Schön könnte die Polizei sehen, Euro 4, du darfst nicht rein, umkehren, tschüss und weg. Nein, Fahrverbote ohne Sinn und ohne Verstand eigentlich. Weil auch der einfachste
oder der einfach so, das Einfachste wäre ja auch dabei gewesen, keine Fahrverbot zu verhängen, sondern auch mit dem Klimagesetz, was rausgekommen ist in diesem Jahr, einfach mal zu sagen, pass auf, alle PKWs unter Euro 5, Sabbat. Das heißt, keine Neuzulassung mehr, keine Überschreibung mehr, also man darf es auch nicht weiterfahren, quasi, dass alle Fahrzeuge, die keinen Euro 5 haben, dürfen in Deutschland nicht mehr zugelassen werden. Die jetzt noch fahren, dürfen fahren, bis sie abgemeldet werden. Ja, okay, man will ja nicht den einzelnen Bürger bestrafen, jetzt du fährst ein altes Auto, ja, hier, ne, sieh zu, dass du klarkommst. Aber allgemein die Zulassung, alle Fahrzeuge unter Euro 5 verbieten. Wenn wir das gemacht hätten, dann gäbe es in Deutschland auch keine Fahrverbote. Dann müssten wir nicht Politesse dahinstellen, die da kontrollieren, ob da Euro 5 Fahrzeuge da reinfahren. Oder wir hätten keine Schilder aufstellen müssen, die auch ein Heidengeld kosten. Informiert mal im Internet, was ein so ein blödes Schild schon kostet. Also wir hätten keine Schilder aufstellen müssen, wo drauf steht, hier Fahrverbote unter Euro 5. Hätten wir uns sparen können. Einfach alle Fahrzeuge verbieten in dieser Preisklasse. Also quasi keine neu zu lassen. Nicht die Fahrzeuge direkt verbieten. Der Markt wird sich dann selber regulieren. Weil wenn keine Euro 5, unter Euro 5 mehr zugelassen werden dürften, wird der Absatz immer weiter sinken. Ne? Weil du kannst dann im Autohändler hingehen, ich möchte gerne den VW Polo 1. Er sagt dann, nee, 1 hat Euroklasse 1, das geht nicht. Ich weiß nicht, welche Euroklasse der hat, aber beispielsweise. Ne? Der Mann sagt, Zulassung für diese Fahrzeuge verboten. Es sei denn, für Oldtimer-Zwecke. Das ist immer schön, mal alles aus mal zu sehen, wenn es dann noch 30, 40 Stück sind. Zu bestimmten Saisonzeiten ist er vollkommen okay, aber nicht mehr auf die Masse. Das geht denn halt nicht mehr. Warum macht sie diese Regierung so schwer? Freunde, das Video wurde länger als ich wollte. Was meint ihr trotzdem zu dem Grundthema, wieder zurückzukommen? Strom oder Wasserstoff? Was ist nach eurer Sicht ja die bessere Alternative für unsere PKWs? Und nochmal, das fällt mir auch nebenbei ein. Nochmal so nebenbei gesagt, wir haben ja theoretisch ein Ölproblem. Wurde immer gesagt, mittlerweile ist das Thema ja wieder vom Tisch. Jetzt haben wir doch wieder genügend Öl auf einmal irgendwo her. Ölproblem bräuchten wir eigentlich auch noch gar nicht haben, weil es gibt mittlerweile schon seit längeren Techniken, Öl künstlich herzustellen. Aber das will die Industrie nicht oder die Ölscheiß nicht, weil das würde natürlich den Markt revolutionieren und der Ölpreis würde dementsprechend in den Keller fallen. Weil wenn wir auch mal Öl alle, auch Deutschland, selber produzieren könnten, dann wäre natürlich Fahren super günstig und super geil. Aber das wäre es einfach. Nahverkehrsmittel günstiger machen, ist genauso ein Thema. Warum macht man nicht den Stadtverkehr in der Innenstadt einfach günstiger? Ich meine, ich bezahle für eine Kleinstadt mit 200.000 Einwohnern für eine Tageskarte 6 Euro. Ich finde das ziemlich heftigen Preis. Dafür, dass man kurz von A nach B fahren möchte, da schmeiße ich wortwörtlich über mein Auto an, fahre mit dir in die Stadt rein. Das ist mir nachher dann günstiger. Dann bezahle ich ein Parkticket für 2 Euro und dann stehe ich den ganzen Tag oder fahre da und da ein bisschen hin und her und so weiter. Warum macht man nicht Nahverkehrsmittel günstiger oder gleich kostenfrei? Macht da ein staatliches Unternehmen draus, also der Staat quasi diese Sachen finanziert. Es gäbe so viele Möglichkeiten, weil wenn der Nahverkehr auch allgemein günstiger wäre, dann würden auch vielleicht manche Leute sagen, ich fahre mein Pkw in die Stadt, kostet mir 5 Euro oder ich fahre mit der Straßenbahn in die Stadt, kostet mich 2,50 Euro. Gut, Straßenbahn gewinnt, ist günstiger. Und ich brauche keinen Parkplatz. Ne? Das wäre eine ganz einfache Sache. Schon würden mehr Leute auf Bus und Bahn umsteigen. Aber das wäre vielleicht wieder zu einfach. Also es gibt so viele Sachen, über die ich mit euch erzählen kann. Ich bin schon ganz gespannt auf nächstes Jahr, was unsere Bundesregierung dann noch also erlassen wird. Weil ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich gehe jetzt ja wieder in Winterpause. Und demnächst in Winterpause habe noch eine Nasen-OP vor mir. Diesmal kein Ohr, diesmal kommt die Nase. Und darüber werdet ihr im nächsten Jahr auch mehr erfahren. Also, gut, das war's Thema. Was meint ihr zu? Trotzdem nochmal kurz angekündigt. Danke fürs Zusehen. Und wenn ihr mir zustimmt und ihr sagt, die Bundesregierung baut Scheiße und es gibt so viele gute Alternativen, die sofort umsetzbar wären, sei es sogar PKW, einfach nachrüsten, anstatt irgendwo alles aufrüsten zu müssen. Schreibt es in den Kommentaren, abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Instagram unter MarcoLaus_YouTube. Ich gehe mir jetzt aufregen. Ich gehe jetzt mit meinem Benzinrasenmäher. Also ich habe einen Generator. Ich mähe auch mit Strom über Generator. Aber ich gehe jetzt Rasenmähen. Tschüss, bis dann. Euer Marco Lorenz. Und macht euch mal einen Kopf.
Was für ein Satzaufbau war das denn jetzt? Tschüss. Nee.